Könige Europas, Champions-League-Sieger Bayern München ist wieder zu Hause und will am Samstag das Triple perfekt machen. Retro-Reiz, ein Wiener, der Vintage lebt und liebt. Flickwerk, Upcycling oder die Wiederentdeckung des Schneidehandwerks. Und damit rein in eine neue Woche. Schönen guten Morgen. Wenn Sie schwer aus dem Bett kommen, denken Sie dran, am Mittwoch ist schon wieder Freitag. Ja, das hilft ja unglaublich. Aber dann kommt dann doch wieder auch der Freitag. Also werden wir mal schon arbeiten. Ja. Aber du wirst nicht dabei sein. Ne? Du nimmst dir dann ab Mittwoch Urlaub. Diesen Freitag? Ich hab frei, ja. Wegen des Wetters, weil es dann so schön sonnig wird? Ja? Das wäre zu schön. Wieso habe ich mir diesen Freitag genommen? Nein, es wird schon wieder. Es ist ein ständiges Auf und Ab. Aber jetzt geht's einmal aufwärts. Was machst du eigentlich mit deinen Klamotten, wenn du sie nicht mehr tragen möchtest? Also ich gestehe, ich gebe die Klamotten wirklich dann in den Altkleidersack und weg damit. So mache ich es auch. Ja. Und besonders bei Klamotten, die ich lange nicht mehr getragen habe, so 2-3 Jahre in der Regel, hole ich es nicht mehr raus. Aber das ist ein großer Fehler eigentlich. Großer Fehler, denn man kann einige Sachen damit noch machen. Beziehungsweise gibt es ja auch so Lieblingsstücke, da hat dann die Motte ein kleines Loch reingefressen oder so. Und die kann man wirklich retten, wenn man da die richtige Adresse hat. Wir hätten da eine Adresse für Sie, und zwar in Graz. Das ist so ein Veränderungsatelier. Und unsere Außenreporterin, die Danny Jones, ist da vor Ort. Hoffe ich doch zumindest, dass sie uns jetzt hört und seht. Und da ist sie schon, Danny Jones. Ja, was macht ihr da? Also aus alten Kleidern neue oder wie funktioniert das? Genau, aus alten Kleider neue machen, das ist hier das Konzept und ich habe mich da schon ein bisschen durchgestöbert und es ist wirklich unglaublich, was die Mädels hier alles so gestalten. Wenn ihr euch vorstellen könnt, das war einmal ein alter Pullover. Unfassbar, oder? Aber ein anderes Highlight habe ich hier gesehen. Sowas kann man aus alten Jeans machen. Also wäre wirklich total schade, alte Jeans wegzuwerfen, weil man wirklich so ein tolles Design draus gestalten kann. Und super genial finde ich auch den Sakko-Rock hier. Ja, und die Frau von heute, die trägt nicht nur Sakko-Rock, sondern auch die passende iPad-Tasche dazu. Also die Mädels hier in dem Veränderungsatelier, bis es dir vom Leibe fällt, die sind wirklich wahnsinnig kreativ und haben momentan auch allerhand zu tun, weil sie bis Donnerstag noch so den einen oder anderen Auftrag fertig machen müssen. Guten Morgen Mädels, ihr seid ja heute schon richtig früh aufgestanden, weil ihr allerhand zu tun habt. Genau. Was bearbeitest du da gerade? Jetzt gerade ein Pulli von einer Dame, die vorbeikommen ist. Und hat uns auch eine Geschichte dazu erzählt. Und zwar ist er schon über 30 Jahre alt von ihrem Papa und sie hat ihn einfach nicht wegschmeißen können. Und man sieht schon, wie kaputt der eigentlich ist. Ja. Ja, also viele würden da nicht lang mit der Wimper zucken und ihn einfach wegschmeißen. Was macht's denn ihr jetzt da draus? Weil ich meine, eigentlich, für mich schaut's aus, da kann man nicht mehr viel retten. Also eigentlich hier das Material, also das Grundmaterial ist noch ganz gut. Dadurch, dass die Bündchen schon ziemlich kaputt sind, setzen wir da einfach einen anderen Stoff ein und erweitern nochmal den Ausschnitt, weil der ziemlich eng ist. Und dann ist der schon wieder ganz gut. Ja, Wahnsinn, da bin ich ja schon gespannt, ob das Ganze was wird. Ja, und während das Atelier hier in Graz nur auf Zeit geöffnet hat, nämlich noch den ganzen Mai hindurch, weil im Zuge des Designmonats, der ja traditionell hier in Graz im Mai stattfindet, sind die Pforten hier geöffnet, dann aber auch wieder zu. Aber in Berlin, da gibt es 2 Stores, die das ganze Jahr über offen haben. Ja, und was es hier zu entdecken gibt, das zeigen wir Ihnen jetzt. Das Lieblingsteil hat ein paar Macken, ist aber zum Wegwerfen viel zu schade. Das kennt auch der Berliner Dieter. Er bringt deswegen regelmäßig Kleidungsstücke in das Veränderungsatelier, bis es mir vom Leibe fällt, in den Hackischen Höfen in Berlin-Mitte. Ich meine, das ist einfach so ein besonderes Stück und nehmt euch da ruhig Zeit und macht es richtig irgendwie. Hauptsache, das ist schön. Ja, genau. Stammkunden sind sonst häufiger Frauen. Frauen waren von Anfang an dabei und auch sehr mutig. Die Männer waren etwas schüchterner, aber sind mittlerweile auch gute Kunden. Zu diesen guten Kunden gehört Dieter schon seit mehr als einem Jahr. Neben zerrissenen Hosen oder zu klein gewordenen Kleidern bringen viele aber auch ungewöhnliche Teile. Es kommt wirklich alles. Also wir hatten auch Unterwäsche schon, Badeanzüge, Strumpfhosen. Also, ja, also da kommt echt alles, ja. Für die speziellen Stücke macht sich das Schneiderteam immer auf die Suche nach passenden Stoffen. Dabei freuen sich die Schneiderinnen auch über die Hilfe ihrer Berliner Kunden.
Wir fragen immer natürlich die Kunden, ob sie ihre Reste auch wieder mitnehmen möchten. Die meisten sagen nein, da freuen wir uns eigentlich immer, weil man kann auch wirklich die kleinsten Stücke nochmal verwerten und die sammeln wir dann alle. So werden dann auch lange nicht getragene Klassiker aus dem Kleiderschrank wieder schick. Das freut alt und jung. Es kommen auch viele junge Leute, die teilweise Sachen geerbt haben, also wo wirklich das Herz noch dran hängt. Und ja, und dann verarbeitet man halt da die Sachen der Oma, der Großoma, was auch immer. Upcycling von Klamotten. Ein Trend, der in Berlin schon zum Alltag gehört. Danke. Ja, vielen Dank. Mach's gut, ich melde mich. Tschüss. Ja, bis bald. Ja, Esther und Carina sind schon ganz fleißig damit beschäftigt, diesen guten alten Pullover zu reparieren. Ja, liebe Esther, wie schaut's aus? Gibt's Hoffnung für das alte Teil? Definitiv, ja. Wir können es retten. Ja, das ist ja mal eine Ansage. Und ist es generell immer so, wenn die Leute zu euch vorbeikommen, auch mit so kaputten Teilen, gibt es wahrscheinlich manchmal noch viel ärger aussehende Teile. Gibt es manchmal wirklich da so den Moment, wo du sagen musst, na, sorry, aus dem alten Teil können wir nichts mehr basteln? Also es kommen teilweise schon echt, es ist faszinierend, was für Teile kommen, aber da merkt man halt auch wirklich, wenn da wirklich ein emotionaler Wert dahinter steckt einfach. Und wir können eigentlich immer was retten, auch wenn es nur ein kleines Teil von einem T-Shirt ist, was komplett kaputt ist, das wir woanders einsetzen, dann... Ja. Vielleicht, wenn du mir dann auch sagst, es ist ja eine ganz große Idee dahinter eigentlich. Das Ganze nennt sich ja, glaube ich, im Fachjargon Upcycling. Genau. Was ist denn die Idee, so alte Sachen wieder ja, wach zu küssen, wie ihr das immer so lieb sagt? Also die Idee dahinter ist einfach... Dass man einfach Lieblingsteile nicht mehr wegschmeißen muss. Also, weil es landet immer alles sofort im Müll und wir sagen einfach so, du kannst alles nochmal retten und genau, und einfach wieder tragbar machen. Ja, und ich habe jetzt gerade, während ich mit der Esther geredet habe, immer so ein bisschen rüber zu Carina geschaut. Und die Carina, die hat, glaube ich, ein Upcycling-Teil an, stimmt das? Ja, genau. Ich habe aus einem alten Kleid von mir, das einfach vom Schnitt nicht mehr schön war und ich einfach schon ewig nicht mehr anzogen habe, mir gedacht, ja, eigentlich gefällt mir die Farbe noch und eigentlich würde ich es gerne wieder tragen. Da habe ich mal so ein bisschen durchgestöbert und eine riesige Hose gefunden, wo ich dann aus der Hose einfach Keile zugeschnitten habe und die wieder in mein Kleid eingesetzt habe. So, ja, dass es jetzt wieder schön ist und dass ich es jetzt wieder gern trage. Ja, und von dieser riesigen Hose, da hast du uns auch ein Foto mitgebracht und da sieht man, dass die Esther da gerade drinnen Platz hat. Und die Esther, die hat da eher dreimal drinnen Platz. Genau. Sehr, sehr schick. Also, dass du es uns noch einmal zeigst. Ja. Sowas, ja, sowas kann man aus einem alten Pyjama machen. Nicht schlecht. Aber jetzt zurück zu unserem Problemkind im Pullover. Wie lange werdet ihr brauchen, Esther, dass dieser hübsche Pullover wieder fit ist und getragen werden kann? Also ungefähr für das Teil brauchen wir jetzt 2 Stunden. Zwei Stunden? Genau, ja. Okay, da müssen wir jetzt eh ordentlich Gas geben, weil in 2 Stunden haben wir die Mädels schon verraten, da kommt dann nämlich die Kundin, die ihren Lieblingspullover abholen möchte. Und ich würde sagen, gehen wir es an und kann ich euch vielleicht auch helfen mit meinen 2 linken Händen? Ja klar, gerne. Ja, da würde ich sagen, auf geht's. Ja. Ja, dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Ich meine, so eine Hose in Übergröße könnte ich auch noch anliefern. Da könnte man auch schöne Kleider noch draus machen. Weißt du, was ich habe? Ich habe so uralte Schlaghosen von meiner Tante, also die unten so weit auseinandergehen. Mit denen wüsste ich auch nichts anzufangen. Jetzt ist es 6.47 Uhr. Schönen guten Morgen. Und ja, an diesem Morgen beschäftigen wir uns unter anderem mit Kleidungsstücken, von denen wir sagen, na, von denen wollen wir uns langsam trennen. Das ist ja manchmal ein Fehler, die alten Klamotten zum Beispiel zur Altkleidersammlung zu geben. Denn man kann aus alten Klamotten wirklich Geniales wieder zaubern. Und das findet heute auch unsere Außenreporterin Dani Jones heraus. Sie ist in einer Veränderungsatelier in Graz. Und da wird auch gerade, glaube ich, bearbeitet oder gerade vor kurzem ein Pullover. Jetzt hat sie erstmal eine Hose in der Hand. Wie läuft's denn, Dani? Ja genau, jetzt habe ich eine Hose in der Hand, nämlich meine absolute Lieblingshose. Ja, und die habe ich bis vor kurzem auch sehr, sehr gern getragen. Jetzt kann ich es ehrlich gesagt nicht mehr machen, weil das wäre hintenrum etwas kalt, würde ich sagen. Aber ich ja, habe eine wirklich sehr, sehr große Hoffnung hier, dass ich die bald wieder tragen kann. Ich befinde mich heute ja in dem Veränderungsatelier hier in Graz, nämlich in dem Atelier, bis es dir vom Leibe fällt. Und ich hoffe, die Mädels bekommen meine allerliebste Hose wieder hin. So Mädels, was meint ihr? Besteht Hoffnung für dieses gute alte Teil? Ja, na klar, auf jeden Fall. Also wir werden auch deiner Hose wieder ein neues Leben schenken, so dass du sie dann wieder gerne tragen kannst.
Neues Leben klingt gut. Was wird mir das kosten, also so eine Reparatur? Also der Riss, da wären wir ungefähr bei 15 Euro, den Riss wieder zu reparieren. Also fast ein Schnäppchen. Ja, ein Schnäppchen, genau. Es also lohnt eine sich neue Hose kriege ich auf jeden Fall nicht rum. Nein, das nicht, aber es lohnt sich auf jeden Fall, jedes Teil vorbeizubringen. Wie schaut es denn aus? Gibt es immer wieder Leute, die dann auch vorbeikommen mit so uralten Sachen, wo wirklich keinerlei Hoffnung mehr besteht? Nein, also wir nehmen uns jeden Teil an und wir schaffen jedes Teil. Und ja, also sowas gibt es gar nicht, dass wir da irgendwas nicht annehmen. Ja, das sind ja ziemlich gute Nachrichten. Ja, und die Mädels hier von der Veränderungsatelier, die schneiden nicht nur hervorragend, die sind auch Designerinnen, weil die meisten Kunden, die hier vorbeikommen, die bringen nicht so wie ich nur Hosen vorbei, weil sie repariert haben wollen, sondern weil sie ein neues Design daraus gestaltet haben wollen. Und ich würde vorschlagen, Esther, magst du mir zeigen, was ihr aus den Sachen so alles zaubert? Und lieber Carina, du kümmerst dich derweil um meine Hose. Ja, mach ich. Bist ein Schatz. Was steckt denn eigentlich hinter diesem Upcycle-Gedanken genau? Die Idee dahinter ist eigentlich, dass man einfach die Lebensdauer von Kleidungsstücken verlängert. Genau. Mhm. Ja, und diesen Kleidungsstücken hier, ja, denen habt ihr schon neues Leben eingehaucht. Genau. Zeig mal her, was ihr da so macht. Zum Beispiel, eine Idee von uns ist eigentlich, neuen Stoff aus Altkleidern zu produzieren. Die Jacke ist zum Beispiel aus mehreren Jeans, plus die Elemente sind eigentlich aus alten Krawatten gemacht. Schwer genial. Also aus alten Jeans und alten Krawatten so ein Teil zu zaubern, nicht schlecht. Ja, und gezaubert ist das Ganze in Berlin geworden. Nämlich dort gibt es einen fixen Shop. Hier nämlich der in Graz, der hat es nur temporär geöffnet, jetzt noch bis Sonntag, beziehungsweise bis Donnerstag, nicht bis Sonntag. Bis Donnerstag, bis genau. Donnerstag, weil den Shop hat es nur im Zuge des Designmonats hier in Graz gegeben. Ja, und jetzt schauen wir uns an, wie es in Berlin so abgeht und was es hier zu entdecken gibt. Das Lieblingsteil hat ein paar Macken, ist aber zum Wegwerfen viel zu schade. Das kennt auch der Berliner Dieter. Er bringt deswegen regelmäßig Kleidungsstücke in das Veränderungsatelier, bis es mir vom Leibe fällt, in den Hackischen Höfen in Berlin-Mitte. Ich meine, das ist einfach so ein besonderes Stück und nehmt euch da ruhig Zeit und macht es richtig irgendwie. Hauptsache, dass es schön ist. Ja, genau. Stammkunden sind sonst häufiger Frauen. Frauen waren von Anfang an dabei und auch sehr mutig. Die Männer waren etwas schüchterner, aber sind mittlerweile auch gute Kunden. Zu diesen guten Kunden gehört Dieter schon seit mehr als einem Jahr. Neben zerrissenen Hosen oder zu klein gewordenen Kleidern bringen viele aber auch ungewöhnliche Teile. Es kommt wirklich alles. Also wir hatten auch Unterwäsche schon, Badeanzüge, Strumpfhosen. Also, ja, also da kommt echt alles, ja. Für die speziellen Stücke macht sich das Schneiderteam immer auf die Suche nach passenden Stoffen. Dabei freuen sich die Schneiderinnen auch über die Hilfe ihrer Berliner Kunden. Wir fragen immer natürlich die Kunden, ob sie ihre Reste auch wieder mitnehmen möchten. Die meisten sagen nein, da freuen wir uns eigentlich immer, weil man kann auch wirklich die kleinsten Stücke noch mal verwerten und die sammeln wir dann alle. So werden dann auch lange nicht getragene Klassiker aus dem Kleiderschrank wieder schick. Das freut alt und jung. Es kommen auch viele junge Leute, die teilweise Sachen geerbt haben, also wo wirklich das Herz noch dran hängt. Und ja, und dann verarbeitet man halt da die Sachen der Oma, der Großoma, was auch immer. Upcycling von Klamotten. Ein Trend, der in Berlin schon zum Alltag gehört. Danke. Ja, vielen Dank. Mach's gut, ich melde mich. Tschüss. Ja, bis bald. Esther, wie schaut es denn aus? Ist dieser Gedanke hier in Graz mittlerweile jetzt auch schon angenommen worden? Ja, also wir sind jetzt seit ungefähr genau 2 Wochen da und es fängt jetzt langsam an zu arbeiten. Also ich glaube, es dauert einfach, bis die Leute wirklich das Bewusstsein auch wirklich dafür kriegen. Aber ich glaube generell, also es ist schön zu sehen, dass es auch in Graz funktionieren würde. Mhm. Ja, super. Und ein Teil, wo man sieht, dass eine Dame ja schon richtig Freude hat am Upcycling, genau. Das habt ihr jetzt gerade in Bearbeitung. Mhm. Ich würde sagen, wir gehen nochmal rüber.
Und zwar, was ist das, was ihr da heute schon den ganzen Morgen bearbeitet? Wir bearbeiten gerade einen Pulli, der, wo die Bündchen schon ziemlich kaputt waren, die wir jetzt austauschen. Und das ist genau, der gute alte Pulli. Genau, und wir sind gerade voll dabei, den zu reparieren. Und der ist von ihrem Papa und der ist schon über 30 Jahre alt. Ja, und dass der über 30 Jahre alt ist, das sieht man hier an diesem Foto. Der ist ja so ziemlich alt und räudig. Ja, ob es den Mädels, der Esther und der Carina jetzt im Laufe der nächsten eineinhalb Stunden gelingt, dass sie diesem wunderbaren alten Pullover neues Leben einhauchen, das sehen Sie, wenn Sie dranbleiben, weil so viel sei verraten, um kurz nach 8:45 kommt die Kundin dieses Pullis vorbei und holt ihr Lieblingsstück wieder ab. Also dranbleiben, es bleibt spannend. Sehr kreativ, was sie so daraus machen. Ne? Ich habe gerade einen ganzen Sack Gewand weggeworfen. Sollte ich vielleicht dort rüberbringen? Ja, vielleicht sollte ich dieses Sack auch mal weitergeben. Vielleicht machen sie daraus so ein schönes Röckchen. Ja? Das musst du aber dann tragen. Das musst du dann tragen, nicht okay, ich. Gut. Ich habe zu Hause im Kleiderkasten so einiges an Gewand, das nicht mehr ganz das Neueste ist. Da gibt es ausgewaschene Jeans oder Pullover, die schon so kleine Löcher haben von den Motten. Du hast Motten zu Hause? Na ja, super, erzähl mehr. Ich hatte mal welche. aber trotzdem, nicht wegschmeißen, nicht jedes Klamottenteil wegschmeißen, denn man kann wirklich ganz Tolles daraus machen, sehr kreativ. Zumindest in Graz macht man das, in einer Veränderungsschneiderei. Und da ist Danny Jones für uns heute Morgen und sie beschäftigen sich mit einem alten Pullover. Oh, ja. Der neu designt wird. Wie stehen denn die Aktien derzeit, Danny? Ja, du, die Operation Rette den roten Lieblingspulli, die ist gerade voll im Gang. Und die fleißige Esther da hinter mir, die näht schon seit einigen Zeiten, also wirklich schon seit in der Früh an. Esther, wie schaut es denn aus mit dem guten alten Pulli? Ja, läuft ganz gut. Also ich glaube, wir werden in der Zeit fertig. Mhm. Das ist ja eine gute Ansage, weil, wenn Sie sich anschauen, so hat der gute alte Pulli noch heute Morgen ausgeschaut, wie ich hier angekommen bin. Also da hat sich ordentlich was getan. Ja, aber es gibt hier nicht nur einen Pulli herzurichten, einen alten, sondern viele andere Sachen auch. Lieber Carina, magst du mir mal zeigen, was ihr sonst so herrichten müsst für die Wartenden? Ja, hier haben wir die guten Stücke unserer Kunden aufbewahrt. Also wie man sehen kann, finden wir auch in Graz schon ziemlich gut Anklang. Zeig mal her, was da zum Beispiel dabei ist. Ja, hier hätten wir zum Beispiel eine Jacke, wo im Ärmel ein großer Riss drinnen war. Da haben wir jetzt einfach Teile ausgetauscht, also wirklich das ganze Teil vom Ärmel rausgeschnitten und mit dem Stoff, den sich der Kunde ausgesucht hat, Einsätze gemacht, natürlich auf beiden Ärmeln. Ja, und jetzt hat er wieder eine schöne, schicke Jacke. Also ziemlich lässig und so ein bisschen 80er mit Bibitte. Ich kann mich erinnern, also im Kindergarten, ich bin total auf diesen genialen Bibitte-Stoff gestanden. Genau, kommt immer wieder. Ja, aber nicht nur hier werden lustige Designs entworfen und ganz spannende Aufträge vorbeigebracht, sondern vor allem in Berlin, weil in Berlin gibt es den eigentlichen Store, nämlich das hier, wo ich heute bin, das ist nur ein Shop auf Zeit. Während des Designmonats hatte die Pforten geöffnet. In Berlin hingegen gibt es schon seit 2,5 Jahren den Bis es mir vom Leibe fällt Job. Und was es dort alles zu entdecken gibt, das zeigen wir Ihnen jetzt. Das Lieblingsteil hat ein paar Macken, ist aber zum Wegwerfen viel zu schade. Das kennt auch der Berliner Dieter. Er bringt deswegen regelmäßig Kleidungsstücke in das Veränderungsatelier, bis es mir vom Leibe fällt, in den Hackeschen Höfen in Berlin-Mitte. Ich meine, das ist einfach so ein besonderes Stück und nehmt euch da ruhig Zeit und macht es richtig. Irgendwie Hauptsache, dass es schön ist. Ja, genau. Stammkunden sind sonst häufiger Frauen. Frauen waren von Anfang an dabei und auch sehr mutig. Die Männer waren etwas schüchterner, aber sind mittlerweile auch gute Kunden. Zu diesen guten Kunden gehört Dieter schon seit mehr als einem Jahr. Neben zerrissenen Hosen oder zu klein gewordenen Kleidern bringen viele aber auch ungewöhnliche Teile. Es kommt wirklich alles. Also wir hatten auch Unterwäsche schon, Badeanzüge, Strumpfhosen. Also, ja, also da kommt echt alles, ja. Für die speziellen Stücke macht sich das Schneiderteam immer auf die Suche nach passenden Stoffen. Dabei freuen sich die Schneiderinnen auch über die Hilfe ihrer Berliner Kunden. Wir fragen immer natürlich die Kunden, ob sie ihre Reste auch wieder mitnehmen möchten. Die meisten sagen nein, da freuen wir uns eigentlich immer, weil man kann auch wirklich
die kleinsten Stücke nochmal verwerten und die sammeln wir dann alle. So werden dann auch lange nicht getragene Klassiker aus dem Kleiderschrank wieder schick. Das freut alt und jung. Es kommen auch viele junge Leute, die teilweise Sachen geerbt haben, also wo wirklich das Herz noch dran hängt. Und ja, und dann verarbeitet man halt da die Sachen der Oma, der Großoma, was auch immer. Upcycling von Klamotten. Ein Trend, der in Berlin schon zum Alltag gehört. Danke. Ja, vielen Dank. Mach's gut, ich melde mich. Tschüss. Ja, bis bald. Ja, die Idee des Upcyclings, die wird aber offensichtlich mittlerweile auch schon ganz gut in Graz angenommen, weil wenn man sich da so umschaut, es ist gerade mal kurz nach 7:30 und es sind schon einige Kunden da mit ihren Umänderungswünschen. Ich würde vorschlagen, jetzt schauen wir mal, was die Leute da so vorbeigebracht haben. Guten Morgen. Hallo. Was bringst denn du da Schönes vorbei zum Verändern? Ich habe da eine alte Jeans und ein altes Bandshirt und ich habe mir gedacht, irgendwie, das sollte wiederverwertet werden, weil mein Freund hat es immer gerne anzogen und ich habe mir gedacht, mach mal ein lässiges Gilet draus oder nicht ich, sondern die Esther. Genau. Vielleicht geht das. Ja, ich bin davon überzeugt, dass es geht, weil ich sehe schon die Esther mit strahlenden Augen, schaut gut aus. Und das Geniale hier an dem Konzept ist ja, dass die Kunden hier wirklich mitsprechen können, was aus den ganzen Teilen alles designt wird. Schauen wir mal, was diese junge Dame hier dabei hat. Auch eine Jeans. Was machst du da? Eine Jeans, eben auch so eine Lieblingsjeans. Und ich habe mir gedacht, jetzt ja, für den Sommer vielleicht echt ein Minirock oder so, weil sie ist natürlich auch ein bisschen kaputt schon. Okay. Und ja, dass man das vielleicht flicken kann und ja, also Minirock wäre jetzt meine Vorstellung, aber ja, ich bin offen. Ja, Rock ist ja schon mal ganz gut. Dadurch, dass da ein Riss ist, könnten wir zum Beispiel eventuell auch mit einem anderen Material noch zusätzlich arbeiten. Ja klar, gerne. Genau. Also. Mhm. Ja, also Sie sehen, die Ideen, die sprühen da raus aus der Esther. Und da ist noch eine junge Lady, die sich anstellt und du hast nichts dabei oder schon? Ich habe letzte Woche schon was hergebracht und hole es heute wieder ab. Oh ja, dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal zusammen hin und holen das ab. Schauen wir mal, ob es was geworden ist. Reparatur. Ja. Also wir wirklich total hinüber, hinten komplett aufgerissen. Und unten am Bein auch nochmal. Und ja, ich glaube, aber jetzt kannst du es wieder anziehen. Und, ja. Und was sagst du? Super, sage ich. Meine Lieblingsjeans und ich kann sie wieder tragen. Oh, wie sie strahlt, die Liebe. Unglaublich, also ob auch die Besitzerin des roten Pullovers dermaßen erfreut ist über die Umgestaltung ihres Designs, das sehen Sie, wenn Sie dranbleiben. Bis später. Oh, ich bin gespannt. Ich sage, nein, nehme ich nicht, will ich nicht mehr. Ja, was die dann draus machen, das ist ja schon eine tolle Sache. Und insofern kann man da, glaube ich, ganz gerne seine Klamotten mal hergeben, wenn man ganz einfach überrascht werden möchte. Man bekommt ja nicht vorher gesagt, was man das dann tatsächlich dann wieder zurückerhält. Ja. Aus alt mach neu. Interessant ist auch das, was wir schon den ganzen Morgen verfolgen. Es gibt nämlich eine Änderungsschneiderei in Graz, die man aus unseren Lieblingsstücken, die vielleicht nicht mehr so toll ausschauen oder nicht mehr passen oder Löcher haben, ganz neue Kleider bastelt. Designen komplett neu. Also deswegen holen Sie sich ein paar Anregungen jetzt gleich noch mal ganz schnell und in Zukunft nichts mehr wegschmeißen. Ja? Ja. Wir rufen jetzt mal unsere Außenreporterin Danny Jones. Und Danny, ihr wolltet doch diesen Pullover endlich fertig machen und die Kundin wollte doch jetzt auch kommen irgendwann mal, um den abzuholen. Ja, das stimmt, aber noch ist sie nicht da. Dafür sind momentan schon ganz, ganz viele andere Kunden da. Ja, und man sieht, dieser Upcycling-Gedanke, der kommt schon in Graz an. Und schauen wir mal, was so die Kunden hier mit herbringen. Guten Morgen, darf ich Sie kurz stören? Was haben Sie denn dabei? Ich habe also zwei T-Shirts mit. Beide sind mir seit sehr, sehr vielen Jahren irrsinnig ans Herz gewachsen. Und ich habe zum Glück gehört von dieser tollen Geschichte. Und bis es mir wirklich vom Leibe fällt, möchte ich das noch einmal genäht haben. Kriegst du das hin, Esther, dass du da was draus machst? Gerne, auf alle Fälle. Idee haben Sie schon dazu, oder? Na, ich lasse mir gerne die Idee von Ihnen geben, aber was ich unbedingt gerne hätte, ist also das Randerl da und natürlich das vorne. Und mit dem könnte man das ja vielleicht für mein Alter langer Ärmel auch vielleicht besser. Also Sie sehen die Ideen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber die Ideen, die sprudeln regelrecht raus aus dieser Kundin. Und das ist auch ein ganz wichtiger Gedanke hier, nämlich, dass die Kunden selbst mitsprechen, was daraus gemacht wird. Ja, und die Mädels, die haben momentan allerhand zu tun, weil sie nur noch bis Donnerstag offen haben. Und heute gibt es Hilfe, nämlich von der Chefin persönlich, die ist extra hier den weiten Weg aus Berlin herkommen. Guten Morgen, liebe Lisa. Vielleicht, dass du mir kurz erklärst, was so die Idee hinter dem Bis es mir vom Leibe ist.
bis es mir vom Leibe fällt. Gar nicht so einfach. Ja, die Idee ist eigentlich die Erhaltung und Erneuerung von Dingen. Wir wollten eigentlich die Dinge reparieren, damit sie in dieser Welt bleiben und nicht ständig also neu erzeugt werden, sondern die alten Dinge verändern, in die Gegenwart setzen und erneuern. Ja, und dieses Konzept, vielen Dank, dieses Konzept, das ist in Berlin ja schon wirklich in Fleisch und Blut übergegangen. Das kommt dort richtig gut an. Und was ist dort in den Shops? Dort gibt es nämlich die fixen Shops. Dieser Shop hier ist nämlich nur ein mobiler Shop und nur noch bis Donnerstag eröffnet. Aber was es in den fixen Shops in Berlin alles zu entdecken gibt, das schauen wir uns jetzt an. Das Lieblingsteil hat ein paar Macken, ist aber zum Wegwerfen viel zu schade. Das kennt auch der Berliner Dieter. Er bringt deswegen regelmäßig Kleidungsstücke in das Veränderungsatelier, bis es mir vom Leibe fällt, in den Hackeschen Höfen in Berlin-Mitte. Ich meine, das ist einfach so ein besonderes Stück und nehmt euch da ruhig Zeit und macht es richtig. Hauptsache, das ist schön. Ja, genau. Stammkunden sind sonst häufiger Frauen. Frauen waren von Anfang an dabei und auch sehr mutig. Die Männer waren etwas schüchterner, aber sind mittlerweile auch gute Kunden. Zu diesen guten Kunden gehört Dieter schon seit mehr als einem Jahr. Neben zerrissenen Hosen oder zu klein gewordenen Kleidern bringen viele aber auch ungewöhnliche Teile. Es kommt wirklich alles. Also wir hatten auch Unterwäsche schon, Badeanzüge, Strumpfhosen. Also, ja, also da kommt echt alles, ja. Für die speziellen Stücke macht sich das Schneiderteam immer auf die Suche nach passenden Stoffen. Dabei freuen sich die Schneiderinnen auch über die Hilfe ihrer Berliner Kunden. Wir fragen immer natürlich die Kunden, ob sie ihre Reste auch wieder mitnehmen möchten. Die meisten sagen nein, da freuen wir uns eigentlich immer, weil man kann auch wirklich die kleinsten Stücke noch mal verwerten und die sammeln wir dann alle. So werden dann auch lange nicht getragene Klassiker aus dem Kleiderschrank wieder schick. Das freut alt und jung. Es kommen auch viele junge Leute, die teilweise Sachen geerbt haben, also wo wirklich das Herz noch dran hängt. Und ja, und dann verarbeitet man halt da die Sachen der Oma, der Großoma, was auch immer. Upcycling von Klamotten. Ein Trend, der in Berlin schon zum Alltag gehört. Danke. Ja, vielen Dank. Mach's gut, ich melde mich. Tschüss. Ja, bis bald. Ja, neben mir, da steht jetzt Anna. Und die Anna, die ist die Kundin, die den alten Pulli, der heute Morgen noch so ausgeschaut hat, also ziemlich alt und kaputt, hier abgegeben hat. Ja, und jetzt ist dann gleich der Moment, dass du ihn abholen kommst. Ja. Warum kannst du dich einfach nicht von ihm trennen? Du, dann hat mein Papa, glaube ich, wie er 25 circa war, angehabt schon. Und wir haben den in unserer Jugend einfach totgetragen eigentlich. Meine Schwester, Freundinnen von mir, wir haben den ausgetauscht. Ich habe den zur Vergasung getragen. Also wirklich, wir haben den geliebt. Und dementsprechend, weil er einfach schon so ausschaut, ich habe den immer mitgesiedelt, er ist immer mitgekommen. Ich habe ihn immer noch angehabt, aber halt schon immer weniger, weil man halt so verschlissen und man so nicht mehr so optimal rausgehen kann. Aber jetzt würde ich sagen, er war verschlissen, aber die Zeiten, so wie er früher ausgeschaut hat, die sind vorbei. Jetzt lege ich das gute Teil hier ab und ich würde sagen, gehen wir rüber und schauen mal, was die Mädels daraus gemacht haben. Seid ihr fertig geworden, ihr Lieben? So, und zwar. Boah, der ist super süß geworden. Mann, das Türkis passt vor allem echt geil dazu. Das ist super. Ja, geil. Warte mal. Ja, die Lisa, die zieht, die Lisa, ich bin schon völlig Namen verliert, die Anna, die zieht jetzt den Pulli an und ich würde sagen, dieses strahlende Gesicht hier, ja, das ist wohl Grund genug, dass möglicherweise auch Sie sich beim nächsten Mal, wenn Sie Ihren Kasten ausmisten, ja, und sich denken, das eine oder andere Stück, das ist alt, kaputt, das schmeiße ich weg, bitte nicht machen. Man sieht also, was man aus alten, kaputten Klamotten alles so machen kann. Ja, also Barbara, Tommy, was meint ihr? Habe ich euch ein bisschen begeistern können von dem Gedanken des Upcyclings? Absolut. Also ich schicke dir jetzt säckeweise von meinen Klamotten und dann bin ich gespannt, was da rauskommt. Aber super. Also ein ganz anderer Pullover geworden. Ja, total. Vor allem innerhalb von 2 Stunden haben sie das gemacht. Wow. Ja. Und wir waren live dabei.